Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu unserer heutigen Konferenz Entschuldung durch Geldreform. Mein Name ist Klaus Kawert, ich bin Vorstand von Monetative e.V. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Professoren Josef Huber und Thomas Mayer, die heute Kurzvorträge halten werden. Und ich wollte kurze Einleitung geben zum Thema. Es geht heute um das Thema vor allem Staatsschulden. Und es gibt ja jetzt wieder eine Debatte, wie man Staatsschulden bewerten sollte. In der Corona-Krise hat sich die Staatsverschuldung wieder erheblich erhöht. Und wie man damit umgehen sollte, da gibt es eine große Spreizung von Meinungen, die geht von der sogenannten Modern Money Theory, die sagen, naja, das ist eine unbedeutende Buchhaltung, das müssen wir eigentlich nicht so beachten, Staatsschulden, bis hin zu unserer offiziellen Doktrin der Schuldenbremse, die sagt, man darf keine neuen Schulden mehr aufnehmen oder nur in sehr engem Maße, beziehungsweise muss die Schulden tilgen. Und in diesem weiten Feld gibt es natürlich auch noch andere Vorschläge. Je länger man sich mit Geld befasst, desto mehr wird einem bewusst, Geld ist ein reines Konstrukt der Buchhaltung. Und da ist eben heute die Frage, gibt es ein Entschuldungspotenzial, wenn man die Geldordnung auf eine gewisse Art und Weise ändert? Das ist nicht neu. Schon in den 30er Jahren, Irving Fischer hat sich darüber Gedanken gemacht und sein Geld 100%, sein Buch 100% Geld mit dem Titel überschrieben, ja, wie man auch eben die Staaten entschulden könnte. Ja, jetzt bin ich gespannt auf die Vorträge der beiden Experten und auf die heutige Diskussion. Ich erteile jetzt erstmal dem Josef Huber das Wort als ersten Vortragenden und dann kommt Thomas Mayer. Ja, schön. Vielen Dank und guten Abend zusammen. Also das Thema Abbau von Staatsschulden durch Vollgeld. Ja, also wie und warum kann das geschehen? Liegt einfach daran, dass das Ziel einer Vollgeldreform, in welcher Form auch immer und in welchem Umfang auch immer, besteht grundsätzlich ja darin, Bankengeld und andere Geldsurrogate zu ersetzen durch Zentralbankgeld oder anders gesagt, Giralgeld zu ersetzen eben durch Vollgeld. Und in dem Maße, in dem das geschieht, entsteht ein Vollgeldschöpfungsgewinn und der ist nicht mal gering und damit kann man natürlich einiges anfangen. Das regt immer wieder die Fantasie an, was man mit dem Geld machen würde, wenn man darüber verfügen könnte, nicht? Also eine der bevorzugten Ideen lautet, Bürgerdividende ausschütten oder Steuern senken oder ökologische Modernisierung finanzieren oder eben auch und nicht zuletzt diesen sehr hohen Berg an Staatsschulden reduzieren, wenn nicht vielleicht sogar ganz abbauen. Und um einen Horizont zu schaffen, möchte ich eine Zahl nennen. Rein rechnerisch, nicht realpolitisch, aber rechnerisch. Wenn man also eine solche Vollgeldreform komplett durchführen würde oder könnte, dann stünden da nach heutigen Maßstäben ungefähr 2,3 Billionen Euro Geldschöpfungsgewinn, sogenannte Seniorage, stünden da am Horizont, nicht? 2.300 Milliarden. Das ist mehr als die jetzige deutsche Staatsschuld bei 1.900 Milliarden. Nicht? So. Aber möchte ich dazu sagen, es ist vielleicht müßig, sich solche Rechnereien vorzunehmen, aber es geht eben um eine Dimension. Nur ich denke, das wird so nicht kommen. Und was stattdessen kommt, was auch schon auf den Weg gebracht wird, gegenwärtig. Es kommt ein digitales Zentralbankgeld in Koexistenz mit dem weiter bestehenden
Bankengeld und wahrscheinlich auch anderen Geldsurrogaten wie Geldmarktfondsanteilen, die jetzt am Aufstieg begriffenen Stablecoins und anderes mehr. Aber ein digitales Zentralbankgeld wird dazukommen, sagen wir gerne auch mit Herrn Mayer, nennen wir das den digitalen Euro. Das erleichtert die Sprache, digitaler Euro, sagt sich gut. Also das wird kommen, nur muss man dazu wissen, nach den jetzigen Vorstellungen der Zentralbanker weltweit, wird das digitale Zentralbankgeld nicht in sehr großem Umfang kommen, sondern eher weniger scheibchenweise, also eher restriktiv als offensiv eingeführt werden. Und von daher darf man sich für die nähere Zukunft eben auch keinen allzu großen Geldschöpfungsgewinn davon erwarten. Der wird nur langsamer kommen. Und vor dem Hintergrund würde ich zu dem Thema Staatsschulden erst einmal sagen, man soll sich bezüglich der Staatsschulden ehrlich machen. Sich ehrlich machen, darunter, damit meine ich, dass man sich eingestehen soll, endlich, ganz offiziell, dass man eine so gewaltige Schuldenberge, die kann man nicht einfach so mal abbauen, die kann man nicht einfach zurückbezahlen, so, nicht? Sondern das ist nicht darstellbar, auch realpolitisch kaum machbar. Es würde ja beinhalten, dass man über sehr lange Zeit öffentliche Haushaltsüberschüsse erwirtschaften müsste oder erzielen müsste, um die Schulden zu tilgen. Das ist in unserem politischen System nicht darstellbar. Es würde auch der Realwirtschaft schaden. Es würde soziale Spannungen erzeugen, politische Verwerfungen erzeugen. Ich meine, man muss ja nur mal, wir haben ja eine milde Form von so Sparpolitik erlebt in den letzten 2, 3, 4 Jahren im eigenen Land, in Form der sogenannten schwarzen Null von Herrn Schäuble, nicht? Und selbst diese wenigen Jahre sehr milder Sparpolitik haben also schon ziemlichen Schaden angerichtet. Die Stellen im öffentlichen Dienst sind chronisch unterbesetzt. Es sind erhebliche Schäden in der öffentlichen Infrastruktur entstanden, mangelnde Fortschritte bei der Digitalisierung und ähnliches mehr. Also ich denke, Austerität ist realwirtschaftlich selbstschädigend und auch politisch wahrscheinlich sehr gefährlich. So, und was ich aber auch sehe ist, es hat in der Geschichte einige Beispiele gegeben, wo man auch sehr, sehr hohe Schuldenberge, in der Regel aus Kriegen, wo es gelungen ist, die abzubauen. Und das ist im Prinzip, der Grundansatz besteht immer darin, diese Schulden zu strecken, also praktisch umzuschulden und sie auf sehr, sehr langen Horizont in der Zeit zu strecken. So hat man zum Beispiel im 19. Jahrhundert die Schulden aus den napoleonischen Kriegen abgetragen, sehr langsam, oder eben auch die deutschen Auslandsschulden nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war auch so ein Paket. Ich glaube, die letzten Tranchen der Tilgung, die wurden, glaube ich, im Jahr 2011 geleistet, wenn ich mich freihändig erinnert, nicht irre. Gut, die lange Frist, warum ist die, macht deshalb Sinn, weil wir natürlich weiterhin in einer dynamisch sich entwickelten Gesellschaft, auch Weltgesellschaft leben und man von daher durchaus auf ein gewisses Maß an anhaltenden Preisauftrieb, ein gewisses Maß an Inflation und auch Wachstum, nominales Wachstum, damit rechnen kann. Und das bedeutet eben, dass die Schulden sich relativieren, dass sie relativ kleiner werden im Laufe dieser Entwicklung, an Gewicht verlieren. Und heute eröffnet sich eben ein solcher Weg. Ich möchte das mal in die Neutralisierung der Staatsschulden nennen. Und also das nenne ich jetzt so, aber erfunden habe ich das natürlich nicht, sondern wie eben gesagt, das wurde schon öfter so gemacht. Und das haben zuletzt auch verschiedene Koryphäen, also ökonomische Koryphäen, Regierungen empfohlen, zum Beispiel der Turner, der letzte Chef der britischen Finanzaufsicht, oder Joseph Stiglitz, der ehemalige Chefökonom der Weltbank. Die haben schon vor 4 Jahren auf Nachfragen der japanischen Regierung und Zentralbank denen empfohlen,
Sie sollen eine solche Staatsschuldenneutralisierung durchführen. Und wie geht das? Das geht in drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass die Zentralbank die Staatsschulden am offenen Markt aufkauft. Das ist ja bereits geschehen bei uns infolge der Geldpolitik der quantitativen Lockerung. Wurden auch in massivem Ausmaß deutsche Staatsschulden aufgekauft von der EZB. Und das hat heute ein Ausmaß erreicht. Entschuldigung, muss ich mal auf meinen Zettel gucken. 36%, also 36% der deutschen Staatsschuld befinden sich im Besitz der Europäischen Zentralbank. Ja, das sind 680 Milliarden Euro von 1.900 Milliarden Staatsschulden. Ne, so. Das ist erstens. Also der Staat ist nicht mehr bei privaten Anleihehaltern verschuldet, sondern bei der staatlichen Zentralbank. Dann besteht der zweite Schritt darin, dass bei Fälligkeit dieser Anleihen, die nicht revolviert werden, sondern die werden umgewandelt in zinslose Darlehen, in Dauerdarlehen, ja, Anleihen, Entschuldigung, zinslose Daueranleihen. Im Finanzsprech heißen diese Sachen Zero Coupon Perpetual Consols oder kurz gesagt Perpetuals, ja. Und das soll heißen, dass diese Anleihen in der Zentralbankbilanz, also bilanziell konsolidiert werden. Also auf Eis gelegt oder auf die lange Bank geschoben, kann man auch sagen. Und das zu Nullzinsen. Die Nullzinsen machen im Verhältnis von staatlicher Zentralbank und Finanzministerium, das macht einen Sinn. Warum? Weil worin würde der Sinn liegen, wenn das Finanzministerium an die Zentralbank Zinsen zahlt? Und dann mit dem Zentralbankgewinn diese Zinsen an das Finanzministerium zurückfließen. Also den kleinen Verschiebebahnhof kann man sich schenken, indem man von vornherein diese Sachen auf null Zinsen herabsetzt. Der Vorteil dieser Sache ist, dass man eben dadurch sind diese Schulden erstmal neutralisiert. Sie sind auf Eis gelegt sozusagen und sie eröffnen hier und jetzt einen gewissen Handlungsspielraum. So. Das ist aber noch nicht alles. Das war erst der zweite Schritt. Der dritte Schritt besteht dann doch auch und in der Tat in der Tilgung dieser Schulden auf sehr lange, in einem sehr langen Zeitraum von etlichen Jahrzehnten, nicht? Also fast ein halbes Jahrhundert und länger, in kleinen Tranchen. Und dafür eben bietet es sich nun an, den Zentralbankgewinn zu verwenden, um diesen Schuldenabbau durchzuführen. Ganz oder nur zum Teil den Zentralbankgewinn dafür zu verwenden, der fällt ja heute schon an. Und das kostet den Staatshaushalt nichts zusätzlich, außer eben, dass man auf einen Teil oder auch viel dieses Zentralbankgewinns im Interesse der Schuldentilgung verzichten muss. Und da kann dann auch durchaus vorteilhaft ins Spiel kommen, dass digitale Euros eingeführt werden. Am Anfang wäre der zusätzliche Zentralbankgewinn, der da entsteht, aufgrund der restriktiven Vorgehensweise der Zentralbank sicherlich gering. Aber ich denke, man kann erwarten, dass es eben mit der Zeit würde das immer mehr werden, relativ immer mehr. Und je mehr digitale Euros Anteile gewinnen an gesamten Geldangebot, umso höher wäre eben auch dieser Vollgeldschöpfungsgewinn, der daraus erwächst. Und umso besser wären also die Möglichkeiten, in kleinen Tranchen diesen ganzen Schuldenberg abzubauen, vorausgesetzt, man macht nicht das, was die MMT predigt, nämlich sich nicht um Schulden zu kümmern, das geht nicht. Also wildes Schulden machen hat noch nirgends funktioniert, aus verschiedensten Gründen. Man muss also schon diszipliniert haushalten, aber nicht sich kaputt sparen. Nicht? Das ist die Idee dahinter. So viel zur Einführung. Okay, vielen Dank, Josef. Dann würde ich jetzt einfach sagen, übergebe ich gleich an Professor Thomas Mayer, dass er uns seine Gedanken mal darstellt und dann werde ich ein paar einleitende Fragen stellen und dann wird geöffnet an das Plenum.
Ja, vielen Dank. Ich stimme in einigen Punkten überein mit Herrn Huber, möchte aber einen vor allem herausheben, und das ist, dass ich wie er nicht glaube, dass die Zentralbanken und Regierungen proaktiv das Problem angehen. Sie werden eine Minimallösung eines digitalen Euros einführen, was das Schuldenproblem nicht lösen wird. Und ich denke, dass wir wahrscheinlich nicht aus diesen Schulden herauswachsen können, wie die Briten nach den napoleonischen Kriegen. Da kam ja günstigerweise die industrielle Revolution, die geholfen hat. Oder die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kamen ja die GIs zurück und haben einen Konsumboom ausgelöst. Wenn ich mir die Geschichte anschaue, dann ist es öfters passiert, dass solche Schuldentürme, die wir jetzt aufgebaut haben, die es bisher eigentlich nur in Kriegszeiten gab, dass die durch irgendeine Art und Geldreform wieder abgebaut wurden. Aber diese Geldreform kommt erst dann, wenn der Druck enorm ist. Insofern, das, was ich jetzt sage, ist nicht als Prognose zu verstehen, sondern ist in gewisser Weise eine Utopie. Aber diese Utopie kann wahr werden, wenn der Leidensdruck groß genug ist, die Krise groß genug ist und man händeringend nach Lösungen sucht. Da ist es vielleicht ganz sinnvoll, ein paar Lösungen im Köcher zu haben, sodass nicht an Wochenenden irgendwas sozusagen ad hoc geboren wird. Deshalb möchte ich Ihnen heute Abend eine Idee vorstellen, wie man die Digitalisierung verwenden kann, um das Geldsystem auf eine stabilere Basis zu stellen und gleichzeitig mit der Staatsverschuldung besser umgehen zu können. Also wenn Herr Kawat sagte es am Anfang, wenn Irving Fisher, der den Chicago-Plan zusammengefasst hat in seinem Buch, eigentlich, wenn den Chicago-Leuten in erster Linie ein stabiles Geldsystem ging und sie haben sozusagen als Beiwerk gesehen, da kann ich ja auch noch den Staat entschulden, würde ich jetzt sagen, ich setze noch einen oben drauf und sage, wenn wir den Euro digitalisieren, können wir nicht nur das Geldsystem stabiler gestalten, sondern auch als Beigabe den Staat entschulden, aber das geht nur einmal. So, ich habe jetzt ein paar Slides vorbereitet und würde die Ihnen zeigen. Dann können Sie sich vielleicht da besser verfolgen. Ich nehme an, Sie können das jetzt alles sehen. Ja, gut. Dann wollte ich zunächst mal erinnern, dass die Digitalisierung, Moment, der Computer läuft irgendwie, jetzt ist er da, dass die digitale Währungen ja entstanden sind aus der Frustration heraus, die Finanzkrise erzeugt hat. Das ist ein Auszug aus diesem Post von Satoshi Nakamoto, dem Bitcoin-Erfinder, könnte man sagen, diesem Anonymous, der sich beklagte, dass das Fiat-Geld zu Instabilität führt, dass es Kreditblasen verursacht und dass es ineffizient ist, dass zu viele Transaktionskosten entstehen. Also das war hier die Motivation dieser Sache. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, warum sagt er, das Fiat-Geld führt zu Geldentwertung, ist nicht verlässlich. Hier eine ganz lange Geschichte der englischen Inflationsrate. Und Sie sehen halt da, wenn man den aktuellen Rand hingeht, da sieht man halt doch, dass der Wohlfahrtsstaat und das Fiat-Geld die Geldentwertung so richtig beschleunigt haben. Und auch der zweite Punkt, den möchte ich Ihnen kurz anfügen, der Punkt von Nakamoto, dass das Kreditgeld immer wieder zu Blasen führt und Kreditkrisen. Hier habe ich einfach mal abgetragen, das Wachstum der realen, privaten, heimischen Nachfrage in den USA seit 1928. Das ist die gestrichelte Linie, die durchgezogen ist, sind die Veränderungen der Kreditströme. Und Sie sehen, dass diese Kreditkontraktionen, die immer dann stattgefunden haben, also 1929, 30, 31, 32 oder dann jetzt auch 2018, 17, 18, 19, diese Kreditkontraktionen waren natürlich immer die Reaktion auf das Platzen von Finanzblasen, die aber wiederum durch das Kreditgeld überhaupt erst ermöglicht worden sind in den 20er Jahren durch die lockere Geldpolitik der Federal Reserve, die ja erst vor dem Krieg, ja, Ende des Ersten Weltkriegs gegründet wurde und in 2007, 2008 durch die wieder sehr lockere Geldpolitik der Fed in Reaktion auf das Platzen der Internetblase. Also das zur Einleitung von Nakamoto.
Dann haben wir natürlich auch gesehen, dass die Pandemie ein Katalysator ist für die Digitalisierung des Geldes. Man möchte weniger Bargeld annehmen. Überall wird an digitalem Zentralbankgeld gearbeitet. Digitale Yuan ist schon da, andere digitale Zentralbankmünzen sind geplant. Aber wie Herr Huber richtig sagte, bisher nur also in kleinem Maßstab. Die Zentralbanken sind halt in die Gänge gekommen, nachdem sie Angst gekriegt haben durch das Libra-Projekt. Es sah so aus, als ob sie als Geldemittenten disintermediiert werden würden. Und wie Sie ja alle wissen, diese hier zuhören, ist ja das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euroraum der Geldschein. Die Bankguthaben sind ja eigentlich nur private Verpflichtungen der Banken. Dazu kommt noch, dass die EWU natürlich unvollständig ist. Nur die Banknoten der EZB haben die gleiche Kreditqualität im gesamten Euroraum. Und das Kreditgeld, das, was wir auf den Konten der Banken haben, ist in der ersten Instanz ebenso gut wie das Kreditportfolios der Banken. Aber was wichtiger ist eigentlich, die finanzielle Kapazität der einzelnen Eurostaaten, die angeschlagenen Banken und Bankensysteme zu retten, wenn es systemische Krisen gibt. Deshalb arbeitet man ja dann an der Bankenunion. Man hat ja den SSM, also den Stabilitätsmechanismus, den Überwachungsmechanismus und den Restrukturierungsmechanismus SRM, das hat man geschafft. Aber das Einlagensicherungssystem EDIS, das hängt sozusagen im politischen Netz und scheint nicht fertig zu werden. Es ist auch nicht wünschenswert, denn da würde eine enorme Vergemeinschaftung sehr unterschiedlicher Schuldenstände und Bankrisiken herbeigeführt. So, deshalb könnte man eigentlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man die Eurocoin richtig einführen würde. Und dazu müsste man zunächst mal eine sichere Bankeinlage schaffen, eine Bankeinlage, die jetzt nicht durch Kredite, unsichere Kredite an private oder Staaten gedeckt ist, sondern 100% durch Reservegeld. Also das Element des Chicago-Plans. Dann kann man sich überlegen, man kann ja diese sichere Einlage per Blockchain oder Distributed Ledger-Technologie übertragbar machen. Also früher wurde immer gesagt, nein, das ist ja unmöglich, dann wäre ja die EZB die Bank für alle Euro-Länder, Bürger, ja, geht gar nicht, so viel Kontoführung ist gar nicht möglich, aber die Digitalisierung erlaubt eben die dezentrale Übertragbarkeit dieser Münze. Und die Eurocoin wäre dann eben ein öffentlicher Token, wie man es in dieser Community heißt, nicht als einziges, sondern als optionales Mittel zum Tausch und als Rechnungseinheit. Ich betone hier optional, also nicht exklusiv, kein Geldmonopol, denn ich glaube, das Geldmonopol verführt die Staaten immer, immer zum Missbrauch des Geldes. Und da helfen auch keine Verträge, wie wir jetzt lernen in den letzten Jahren. Ich würde auch in dieser Utopie den Banken überhaupt nicht verbieten, Kreditgeld weiterzuschaffen. Nur würde ich halt dieses Kreditgeld nicht staatlich stützen, sondern wenn die Banken Kreditgeld ausgeben wollen, dann wird es halt behandelt eben wie eine Schuldverschreibung, die es jetzt heute auch schon gibt, mit einem variablen Kurs, kann dann fallen, wenn die Bank schlecht gearbeitet hat. Und Geldwettbewerb, wenn man insofern liebt, die Kryptos lassen das jetzt zu. Ja, man kann ja mit den Kryptos leichter umgehen als mit verschiedenen Banknoten, Dollarnoten, Euronoten, Liranoten und so weiter. Mit den Kryptos kann man alle in Wallet legen. Geldwettbewerb wäre wichtig, meines Erachtens, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Rechtsrahmen hält. Ich bin ehrlich gesagt irgendwie vom Saulus zum Paulus geworden, was der Glaube an die Rechtssicherheit und den Rechtsrahmen angeht, wenn ich mir die Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe anschaue, nicht nur EuGH, sondern inzwischen auch das Bundesverfassungsgericht. Im Grunde genommen wird eigentlich diese ursprünglichen Verträge werden nicht mehr wirklich eingehalten. Drei Schritte zum digitalen Euro. Wäre nett, wenn Sie den Pfeil rausnehmen würden, der wird jetzt verwirren, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, wer reingemacht hat, denn ich habe jetzt weitere Pfeile, aber ansonsten müssen Sie sich den wegdenken. Ich fange mal an mit einer kleinen Bilanz. Sie sehen hier die Bilanz einer Geschäftsbank, die Bilanz der Zentralbank. Meine Geschäftsbank hat Bargeld in der Kasse, sie hat Guthaben bei der Zentralbank, Kredite an den Nichtbanken. Sie hat Einlagen von Nichtbanken, Spar- und Terminanlagen, Eigenkapital.
Die Zentralbank hat Währungsreserven, die interessieren uns nicht weiter. Und sie hat, das ist jetzt schon praktisch ein Vorgriff auf das, was gleich kommen wird, Darlehen an den Staat vergeben. Auf der Seite der Verbindlichkeiten hat sie Bargeld und Bareinlagen der Banken, also das Reservegeld. Und das ist jetzt klassischer Chicago-Plan. Die meisten werden jetzt das ja kennen. Die Zentralbank kauft den Banken Staatsanleihen ab, wir nehmen die also raus. Die wandern zur Zentralbank. Die Zentralbank bezahlt dafür mit Reservegeld. Die Banken bekommen eben dafür Reservegeld. Sie haben die Staatsanleihen aufgegeben. Sie bekommen Reservegeld einbezahlt. Und dieses Reservegeld, das benutzen sie jetzt zur Deckung, hundertprozentigen Deckung der Einlagen von Nichtbanken. Das wäre der erste Schritt. Das ist klassischer Chicago-Plan. Jetzt können wir hier gehen und können diese Sichteinlagen, die sichere Einlage auf der Bilanz der Zentralbank konsolidieren. Diese gelben Positionen konsolidieren wir jetzt. Sie schauen, diese beiden kann ich ja konsolidieren. Hier gibt es eben eine Forderung der Geschäftsbank, eine Verpflichtung der Zentralbank, die kann ich konsolidieren, zusammenfassen und dafür eben die Einlagen runterschieben. Dann sieht es so aus. Ne? Dann hat die Zentralbank Herr Huber hat es ja schon vorweggenommen. Die Anleihen werden dann zinslos und tilgungsfrei gestellt, weil das sind ja sozusagen der Deckungsstock für das Geld. Das ist das Bargeld, also die Scheine und die Einlagen von Nichtbanken. Die Banken selbst, Sie sehen es oben, haben dann eben Spartermineinlagen, Eigenkapitalen vergeben, die Kredite an die Nichtbanken aus diesen Beständen. Das heißt also, wenn eine Bank jetzt einen Kredit vergibt, dann muss, machen wir den Schritt noch vor, verwandle ich praktisch jetzt die Einlage der Nichtbanken eben in Kryptogeld. Und wenn jetzt diese Banken Kredite vergeben, sammeln sie das Kryptogeld ein, ja, dann ist das sozusagen, wandert es wird nicht verdoppelt, es wandert an zum Kreditnehmer, der nutzt es, zahlt es zurück mit Zinsen und dann geht es wieder in das Geldkonto rein. Das heißt, das Geld zirkuliert wie ein Mietwagen oder so. Es wird nicht verdoppelt wie beim Fiat-Geld, wo Sie immer wieder weiteres Geld im Grunde genommen aus dem Nichts schöpfen können. Wie sollte die Eurocoin, wie sollte das Volumen erweitert werden? Naja, man kann weitere Staatsanleihen erwerben, das ist ja das Schöne dran. Aber ich würde sagen, dass diese Staaten das nicht in den Haushalt einstellen sollten, das zusätzliche Geld, denn das erlaubt ja wieder Missbrauch zur monetären Finanzierung. Und das ist das Schöne bei diesen Blockchain-Technologien, den neueren. Sie können das in einem Smart Contract in die Blockchain einbauen, dass die neu geschaffenen Coins nur dann valide sind, wenn sie auch tatsächlich als Bardividende an die Bürger verteilt werden. Wenn es herauskommt in der Überprüfung der Transaktionen, dass dieser Smart Contract nicht eingehalten wird, dann findet die Transaktion nicht statt. Das ist sowas wie ein virtuelles Wasserzeichen, ob der Schein echt ist. Man muss sich gar nicht mehr auf die Gerichte verlassen, die von den Politikern ja in ihre Richtung gedreht werden, sondern sie machen das einmal in die Blockchain rein und dann bleibt so. Und wenn ein Staat da eigene gefälschte Coins herausgibt, wenn er gegen diese Verpflichtung verstößt, ist es praktisch wie Falschgeld und er nimmt nicht mehr am System teil. Und dann wäre eigentlich die Zentralbank nur noch danach gefragt, die Coinmenge im Einklang mit dem Produktionspotenzial des Währungsgebiets zu erweitern. Das ist keine riesige Angelegenheit. Da kann sich der Zentralbankrat einmal im Jahr treffen. Da brauchen wir ein kleines Gremium. Da könnten Sie tausende von Bankerjobs einsparen. Der Steuerzahler wäre damit entlastet. Die Banken würden im Grunde genommen die Einlagen einsammeln, also das Geld einsammeln und dann an die Kreditnehmer weitergeben. Also das sind praktisch wie ein Investmentfonds. Ein Investmentfonds sammelt ja auch vorhandenes Geld ein, schafft kein neues, gibt es weiter, gibt aber die Schwankungen und Ausfälle an die Anleger weiter. Eine Bank hätte eine First-Loss-Versicherung in Höhe ihres Eigenkapitals. Haben Sie eine Bank mit 10% Eigenkapitaldecke, sind sozusagen die ersten 10% der Verluste gedeckt, dann ist die Bank bankrott und die Forderungen gehen an den Inhaber des Kontos weiter.
Die Banken können weiterhin Kreditgeld schaffen, wie ich ja sagte, ich bin da ein Anhänger des Nichtverbotsprinzips, aber eben auf eigene Risiken, und der Bankkunde muss dann wissen, was er damit eingeht. Kurze Überschlagsrechnung, ich bitte etwas radikaler als Herr Hube, ich komme da auf mehr Geld, ich habe mir was angeschaut. Sie sehen hier auf der einen Seite die Staatsschuld des Euroraums ist etwa 11 Billionen Euro. Und dann haben wir gegenwärtig Sichteinlagen von etwa 9 Billionen Euro. Aber da ist viel Schaum dabei, ne? Diese ganzen QEs, die dann anfingen 2015, 2016. Ich lasse die mal raus. Ich nehme einfach mal den Trend der Sichteinlagen bis 2015 und ziehe ihn weiter fort, ne? Dann hätte ich jetzt also ohne QE hätte ich ungefähr 6 Billionen, die ich sozusagen stilllegen könnte. Das war ja der Deckungsstock, also die Staatsschuld von 6 Billionen, die ich rauslege, ist still der Deckungsstock praktisch des Geldes. Also die Staatsverschuldung ist 11 Billionen, wie Sie sehen, 92% des BIP. Ich nehme 6 Billionen raus als Deckungsstock, der jetzt fest bei der Zentralbank liegt, Deckungsstock für das Geld. Und zwar zins- und tilgungsfrei, was immerhin 50% des BIPs ausmacht. Und damit könnte ich dann am Markt ausstehende Staatsverschuldung noch gewaltig reduzieren. Und zwar auf 5 Billionen, 42% des BIP. Das wäre ein wahnsinniger Neuanfang, sozusagen ein Reset-Button, den man da drucken könnte. Man hätte dann wieder den Zusammenhang zwischen nationaler Haushaltssouveränität und Haftung hergestellt. Von da ab müsste jeder Staat zurückgestellt praktisch auf eine tragbare Verschuldung wieder innerhalb seiner Budgetrestriktionen arbeiten. Der Sovereign Bank Doom Loop, also der Zusammenhang zwischen Banken und Staatsschuldprobleme wäre dann beendet. Banken könnten bankrott gehen, Staaten könnten bankrott gehen. Das Geld würde ja nicht verschwinden, wie es im Kreditgeld tun würde. Wir hätten eine regelbasierte statt proaktive Geldpolitik. Ich glaube, wie Nakamoto und andere, dass die proaktive Geldpolitik mehr Probleme schafft als löst. Ich glaube, dass wenn wir eine regelbasierte statt proaktive Geldpolitik haben, dann hätten wir eine Dämpfung der Kredit- und Investitionszyklen. Diese Idee zieht sich von Mises, Hayek bis zu Friedman. Wir hätten einen größeren Verbrauchernutzer, denn der Emittent, also die Euro-Coin, würde ja konkurrieren mit anderen Coins. Vielleicht gibt es auch eine Libra-Coin, wer weiß. Und dann müsste eigentlich der Emittent müsste schauen, dass der Geldnutzer tatsächlich befriedigt wird und nicht das Geld zu politischen Zwecken missbraucht wird, wenn der Staat politische Zwecke verfolgt, sondern das mit offenem Visier tun. Interessanterweise wäre ein solcher digitaler Euro auch eine interessante internationale Transaktion zu einer Reservewährung. Die Amerikaner haben ja mit der Übernahme des Kanalisationssystems internationaler Zahlungsströme praktisch den Dollar zu einer Art geopolitischem Instrument transmutiert. Und wie wir mit unseren Bemühungen, den Iran-Deal aufrechtzuerhalten, gesehen haben, kommen wir innerhalb des US-dominierten Zahlungssystems, globalen Zahlungssystems, gar nicht weiter. Aber eine solche digitale Coin würde das umgehen. Wir sind ja schon relativ weit, Herr Huber hat schon gesagt, 3,5 Billionen liegen ja schon an Staatsanleihen auf der Bilanz der EZB. Meiner Rechnung nach bräuchte es dann gerade noch etwas weniger als nochmal so viel, dann wären wir ja da. Ja, und manches, das am Morgen noch Utopie gewesen ist, ist zu Mittag bereits Science Fiction, am Abend schon Wirklichkeit. Hätte Hayek sagen können, aber tatsächlich war es Jerry Lewis. So, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass ich Sie nicht so lange hier aufgehalten habe. Nein, vielen Dank. Das war gerade die richtige Länge. Ja, dann stelle ich jetzt mal ein paar Fragen. Herr Mayer, Sie haben 2014, glaube ich, mal ein Buch geschrieben, und da haben Sie für ein Aktivgeld geworben, dass also Geld nur noch auf der Aktivseite in der Bilanz verbucht wird. Jetzt, wenn Sie aber das Fischer-Konzept praktisch weiterführen, dann haben Sie ja auch immer, Geld ist ja immer noch eine Verbindlichkeit, Auszahlung der Reserve dann. Also Sie sind dann von diesem Aktivgeld
vielleicht aus realpolitischen Überlegungen sind Sie abgewichen und machen jetzt praktisch dieses 100% Geld in Verbindung mit dem digitalen Euro. Ist das, ja genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja Aktivgeld genommen als Wort dafür, dass die Deckung durch Vertrauenskapital da ist. Das ist Aktivum, Goodwill. Ja? Das ist das, was man in der Unternehmensbilanzierung einsetzt. Und mit Goodwill sind zum Beispiel die Kryptos ausgestattet, nennen Sie Bitcoin. Mit Goodwill ist Gold ausgestattet. Mir geht es jetzt aber darum, eine Lösung für den Euro zu finden. Insofern ist das eine Variante. Das ist etwas, das im Wettbewerb zu dem, was ich Aktivgeld nenne, stehen kann. Und deshalb bin ich aber auch nicht für ein Geldmonopol. Ich würde nicht wollen, in dieser Utopie, dass diese Eurocoin gesetzliches Zahlungsmittel und damit Geldmonopol wird, sondern ich möchte, dass das konkurriert mit Aktivgeld. In gewisser Weise, was ich Ihnen da skizziert habe, ist sowas wie eine Stablecoin. Ja? Also das ist im Grunde genommen eine Coin, eine digitale Münze, die an ein Asset gebunden ist. Ja? Das wäre zum Beispiel Libra, die jetzt Diem heißt, wurde als Stablecoin konzipiert. Inzwischen wollen sie nicht mehr einen Währungskorb binden, sondern sie können jetzt eine Diem vielleicht demnächst bekommen, wer weiß, wo eine Diem gleich ein Dollar oder eine Diem gleich ein Euro symbolisiert. Nur, dass sie die besser handeln können, nämlich nur Blockchain. Und so wäre dieses Konzept des digitalen Euros eher eine in der Kategorie der Stablecoins zu verordnen. Es ist sozusagen gedeckt eben durch diese Forderungen an den Staat. Gut, noch eine Frage an Sie. Sie haben anfangs gesagt, also den rechtlichen Regelungen zum Geld, dem trauen Sie nicht mehr so, weil es ja doch dann immer nicht eingehalten wird, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und jetzt sagen Sie aber, es sollen ja es wäre ja denkbar, dass jetzt tatsächlich, wenn Geld mit Staatsanleihen praktisch gedeckt ist, ja, dann werden dann einfach neue Staatsanleihen emittiert. Ja, und Sie wollen das aber binden daran, dass es als Bürgerdividende ausgeschüttet wird. Aber das ist natürlich auch eine rechtliche Regelung. Ja, die kann doch dann genauso aufgehoben werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollen Sie in den Programmiercode das einbauen. Aber ich meine, das Programmiercode kann man ja auch umbauen. Also da hätte ich jetzt nicht so viel Vertrauen wie Sie, dass das wirklich eine Limitierung beinhaltet. Das können Sie umbauen, so wie Sie Euro-Banknoten fälschen können. Sie können die auf den Farbkopierer legen, ja, und dann schauen Sie aber nach und wenn Sie das richtig anschauen, werden Sie feststellen, dass es eine Fälschung ist. Insofern können Sie das, was wir bisher als, ich würde mal sagen, sehr interpretierbares Europarecht haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin wirklich enttäuscht über die letzten Jahre, was wir da gesehen haben. Hatten Sie gedacht, dass die Europäische Zentralbank beinahe ungeniert, massiv Staatsschulden monetär finanzieren kann, obwohl genauso ein Verbot drinsteht in den Verträgen, dass zum Beispiel die EU Eigenmittel aufnehmen darf, also als sich verschulden darf, obwohl das explizit verboten ist. Also ich traue den geschriebenem Recht nicht mehr, aber ich finde, wenn Sie sowas kodieren, und das hat ja Bitcoin gezeigt, dann können Sie diesen Code nicht mehr ändern. Wenn Sie ihn ändern, ist eine Fälschung da. Und deshalb wäre ich, wenn Sie es einmal gemacht haben, natürlich, Sie haben völlig recht, aber Sie müssen es machen. Aber wenn es drin ist und Sie haben das rein programmiert in die Blockchain, ist es da. Und dann sind nur die Dinge echt, die dieses virtuelle Wasserzeichen haben. Natürlich können Staaten dann hergehen und fälschen, so wie vielleicht Verbrecher auch Euro-Banknoten fälschen können, aber das sind dann halt Fälschungen. Ja, okay. Jetzt noch eine Frage an Josef Huber. Ich meine, wir haben ja heute auch das Thema Entschuldung durch Geldreform und jetzt natürlich diese Perpetuals, das ist ja jetzt nicht gerade eine Geldreform, ja, sondern das ist halt eine Maßnahme, die man im heutigen System machen kann. Aber Vollgeldbewegung war ja auch immer, dass man gesagt hat, eine Idee, Geld von Schulden trennen. Ja? Und ist es denn heute, wir können ja hier in so einem Kreis, wir haben den Vorteil, wir sind keine Politiker, wir können ja wirklich auch neue Konzepte
diskutieren, auch Utopien das diskutieren. Ja. Muss denn Geld an Schulden geknüpft bleiben, auch Zentralbankgeld? Ich meine, historisch gesehen, wenn heute eine Zentralbank Geld emittiert als Verbindlichkeit, früher stand ja da mal eine Golddeckung dahinter, die gibt es ja gar nicht mehr. Also ist das ja alles fiktiv. Ja. Und wenn man dann sagt, man trennt Geld von Schulden, dann hätte man ja wirklich den großen Gewinn in den Zentralbankbilanzen, dass man diese Verbindlichkeiten einfach sagt, okay, die sind fiktiv, die brauchen wir nicht mehr, dann haben wir einen großen Zentralbank-Eigenkapitalzuwachs, den man dann für die Entschuldung verwenden könnte. Zumal als Utopie diskutiert. Ja. Josef, du müsstest die Stummschaltung aufheben, sonst hören wir dich nicht. Ja, also mein Beitrag war ja erklärtermaßen als realpolitischer Beitrag angelegt zu der Frage, was können wir hier und jetzt mit dem Schuldenberg anfangen und wie können wir das dann auch noch mit einer Reformperspektive verbinden. Und die naheliegendste Reformperspektive ist nun mal das digitale Zentralbankgeld, das kommen wird. Ja. Ich habe ja bewusst, die große Idee, um nicht zu sagen Utopie, lassen wir es mal bei der großen Idee, den großen Reformhorizont einer umfassenden Vollgeldreform nicht weiter verfolgt, weil die ganze Schiene läuft im Moment anderswohin. Und von daher muss ich auch sagen, wir waren ja, Herr Mayer und ich, als zwei Referenten angekündigt, die zwei verschiedene Ansätze verfolgen. Ich persönlich sehe das gar nicht so. Die Analyse der Problematik ist sehr ähnlich und der Herr Mayer ist jetzt derjenige, der sozusagen volle Kanne eine komplette Reform hier aufzeichnet, während ich dachte, wie kriegen wir hier und heute ein bisschen was gebacken, nicht? Aber ich möchte gerne zu den Schulden, die Schuldenfreiheit von Aktivgeld oder Vollgeld, dass es immer nur ein monetäres Asset ist und weder in keiner Bank- und Zentralbankbilanz dieses Geld eine Verbindlichkeit darstellt. Eben nach den heutigen weltweit geltenden Buchungs- und Bilanzierungsregeln ist das nicht möglich. Wenn heute quasi utopisch gesprochen die Zentralbank in großem Stile, was sie ja nicht darf nach Europarecht, aber wenn sie in großem Stil direkte Regierung Geld geben würde, Zentralbankgeld, dann wäre das immer ein Kredit- und Schuldenverhältnis. Es ist buchhalterisch nicht anders darstellbar. Man müsste praktisch erst eine Bilanzierungsreform bei der Zentralbank durchführen, die im Sinne von Ricardo, die schon vor 200 Jahren bei der Bank von England vorgestellt hat. Solange das aber nicht ist, wäre der Form nach auch ein Zentralbankgeld oder Vollgeld, das bleibt praktisch ein Kreditgeld, nicht? Im Akt der Schöpfung. Es sei denn, man ändert was bei der Geldschöpfung bei der Zentralbank. Ich würde die Gelegenheit jetzt gern nutzen, an Herrn Mayer doch auch eine Frage zurückzugeben. Geht in eine ähnliche Richtung wie schon von Klaus Karwart. Zuerst dachte ich, Sie sprechen über den Unterschied von 100% Reservegeld und was man heutzutage im Newspeak auch Digital Cash nennt, also praktisch digitales Zentralbankgeld, das fungiert und zirkuliert praktisch wie früher Bargeld, nur eben als digitales Token. So, nicht? Und das wäre also praktisch das wäre nicht mehr Geld, das auf Bankkonten oder über Bankkonten verrechnet werden kann und in diesem Sinne zirkuliert, sondern das wäre in der Tat ein digitales Token, das zirkuliert, so wie Bargeld auch. Nicht wäre Kredit- und Schuldengeld im Akt der Emission, aber von daher anders. Das habe ich dann aber, Ihre ersten Ausführungen habe ich eben weiterhin verstanden, auch anhand der Bilanzbetrachtung, die Sie uns erläutert haben. Das ist also da geht es um herkömmliches Buchgeld von Zentralbanken und Banken. Später sind Sie dann aber, haben Sie das Stichwort Eurocoin auch reingebracht und das Stichwort dieses Zentralbankgeld als Stablecoin. Das verwirrt mich, weil
Ich könnte mir denken, obwohl das nicht viel Sinn macht, dass Banken Stablecoin herausgeben. Und warum würde die so heißen? Weil dieses Geld, diese Coin, dieses digitale Geld der Banken wäre im Verhältnis 1:1 durch Zentralbankgeld oder Basisgeld unterlegt. Aber die Zentralbank selbst kann ja kein Stablecoin herausgeben, denn das Zentralbankgeld ist ja das Basisgeld. Das hat keine weitere monetäre Deckung durch irgendein anderes Geld, nicht? Das ist eben, egal ob es ein digitales Token ist oder herkömmliches Buchgeld, das ist das Basisgeld, das seit dem Ende des Goldstandards praktisch monetär keine weitere Deckung hat oder benötigt. So, und da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Eben, was ist das jetzt? Ist es weiter Buchgeld oder ist es eben ein digitales Token, das die Zentralbank herausgibt? Und etwas möchte ich noch sagen, nämlich, mir ist jetzt schon verschiedentlich, ich bin ja bin kein Experte auf dem Gebiet, aber mir ist verschiedentlich untergekommen, dass die Blockchain, jedenfalls nach dem Bitcoin-Prinzip, sei gar nicht geeignet für Smart Contracts. Also wie sie die, das wäre eine schlaue Sache, Smart Contracts zu haben. Aber ich glaube, das geht wahrscheinlich mit herkömmlichen Blockchains gar nicht. Und dann würde ich gern präzisieren, weil Sie, Herr Mayer, auf die EZB geschimpft haben, dass Sie praktisch gegen das Verbot der Zentralbank, des Lissabon-Vertrags handelt in Artikel 123, das Verbot der direkten Finanzierung von Staatsausgaben durch die Zentralbank. Und das hat die Europäische Zentralbank ja nicht gemacht. Die haben ja die Staatsanleihen indirekt aufgekauft. Der große Unterschied im Ergebnis, also was den Schuldenberg anbetrifft, macht es kein Ergebnis. Aber der Unterschied ist schon, dass wenn man es indirekt aufkauft, geht die Schuldenaufnahme erstmal über die Banken, über die Primary Bank Dealers, über das Konsortium von Banken, die Staatsanleihen aufnehmen und sie dann an den Anleihemarkt weiter verkauft. Und dort erst kauft die Zentralbank sie auf. Der Unterschied wäre ja, dass praktisch so wie man das in Kanada macht, mit bis zu 20% jeder Staatsanleihenemission, dass praktisch die Zentralbank direkt von der Regierung, vom Finanzministerium diese Anleihen übernimmt unter Umgehung des Bankensektors und der Anleihemärkte. Das ist eigentlich verboten, aber dieses Verbot hat die EZB ja nicht verletzt. Und da gab es einen Streit, früher gab es einen Absatz 123.2, der war ein bisschen undeutlich, weil den hat man ja interessanterweise gestrichen und die Öffentlichkeit hat davon keine Notiz genommen. Da steht heute praktisch nichts mehr drin in 123.2. Das hat überhaupt keiner gemerkt. Okay, dann vielleicht noch kurz die Antwort von Herrn Mayer auf diese drei Fragen. Die erste war, kann der Stablecoin rausgeben? Ich habe mitgeschrieben. Ja, sehr, sehr umfangreiche Fragen, Herr Huber. Aber ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Also zunächst mal, das, was Sie referiert haben, ist ja das, was sich bei der EZB jetzt abzeichnet. Wir hatten ja bei Ihrer Veranstaltung schon sehr früh Herrn Binzeil gehört. Im Grunde genommen möchte die EZB, so wie sie das abzeichnet, sowas wie eine digitale Banknote herausgeben, die der Bürger in ganz begrenztem Umfang nutzen darf. Bis zu 3.000 Euro schwirrt rum. Das sind alles noch jetzt die Sandkassenspiele von Herrn Binzeil, aber die scheinen momentan immer noch das zu sein, um was es geht. Das nehme ich nicht ernst. Das ist im Grunde genommen eigentlich nur eine Scheindigitalisierung statt des Scheins, den ich von Hand zu Hand gebe, ja, gebe ich jetzt einfach den Schein digital weiter. Aber die Erzeugung des Scheins, ja, die Erzeugung, die bleibt die gleiche. Es wird weiterhin angetrieben, das Kreditgeldsystem, wie wir alle wissen, wird angetrieben durch die Kreditvergabe der Banken, die dadurch Einlagen schaffen. Und die Zentralbank steuert diesen Prozess sehr indirekt, früher allein durch ihre Leitzinsveränderungen, die wiederum dann die Kreditzinsen der Banken beeinflusst haben und dann in gewisser Weise die Drehzahl des Motors beeinflusst haben und heutzutage sehr viel direkter durch Käufe. Das ist nicht das, was ich meine. Das finde ich also eine, ja, würde ich mal sagen, eine Rosttäuscherei eigentlich. Sondern was ich meine, ist tatsächlich
dass die Zentralbank praktisch die Forderungen an den Staat tatsächlich als Zahlungsmittel in Form eines Asset Tokens herausgibt. Und das würde natürlich die Banken komplett aus dem Geldschöpfungsprozess herausnehmen. Das heißt also, Geldpolitik in dem Sinne wäre ja gar nicht mehr über Zins möglich. Bisher ist der Zins ja ein politischer Preis, ja, der variiert wird, um den Geldschöpfungsprozess zu beschleunigen oder abzubremsen. Wenn man diese Utopie verfolgt, dann würde ja die Geldmenge würde ja quantitativ geschaffen, so wie Bitcoin per Computer oder Gold geschürft wird. Ja. Und deshalb halt auch diese Begrenzung durch die Regel, ja, und auch, dass die Staaten das so entstandene zusätzliche Geld nicht an die Bürger ausschütten dürfen, in dieser Utopie. Also das vielleicht zur Klärung. Und Herrn Kawat hatte ja schon gesagt, ich habe das ist, wenn Sie so wollen, nicht dieses Aktivgeldkonzept, das ich in dem Buch 2014 vorgestellt habe. Das wäre eher Gold, eine goldbasierte Währung oder Bitcoin oder anderes. Ja. Aber das ist der Versuch, praktisch für den Euro, der meines Erachtens weit bunt ist, eine Lösung zu finden, die Ihnen ein sicheres Asset gibt, die Ihnen eine leichte Zahlungsfunktion gibt und die eben halt gleichzeitig, und darum geht es ja heute Abend, auch gleichzeitig als Beigabe sozusagen sehr viele Staatsschulden aus dem Markt nimmt. Meines Erachtens ist das eine Möglichkeit in neuen Zeiten, aber wie Herr Huber glaube ich nicht, dass das gemacht wird. Ich auch, glaube auch nicht, dass die Turner-Vorschläge oder Stiglitz-Vorschläge gemacht werden. Ich denke, dass das System erst an die Wand fahren muss und erst dann eröffnet sich ein Neuanfang. Proaktiv sehe ich die Politik überhaupt nicht. Jemand hatte kürzlich so schön gesagt, das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern überall. Wir haben keine Regierungen, wir haben Reagierungen. Und deshalb muss es erstmal knallen und dann passiert was mehr oder weniger schlecht. Und was ich hier Ihnen heute Abend vorgestellt habe, war so in gewisser Weise ein Aufruf, lassen Sie doch über Mund-Nasen-Schutz nachdenken, ja, bevor die Pandemie uns alle erfasst hat, und nicht rumrennen und uns fragen, ob die was nützen oder nicht und dann keine haben. Das ist so ein bisschen der Vergleich. Ihre zweite Frage, die Blockchain. Sie haben recht, Herr Huber. Bitcoin ist Blockchain 1.0, würde man ja heute modernerweise sagen. Da können Sie keinen Smart Contract reinstecken, aber Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, kann genau das. Und das sind die sogenannten Asset Tokens. Da können Sie im Grunde genommen die Übertragung von Assets, von Aktivwerten, die heutzutage übertragen werden, sehr händisch, ja, durch was weiß ich, Verträge, die geschrieben werden und unterschrieben, bla bla, und Grundbücher. Das können Sie alles sozusagen jetzt per Distributed Ledger Technologie, die gibt es in Ethereum, also das kann man tun. Dann war Ihr dritter Punkt mit der EZB. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, die Juristen, das habe ich jetzt gelernt, die sind ja wahnsinnig findig, wenn es darum geht, Dinge zu verteidigen. Und üblicherweise ist es ja so, ne? Also der Ankläger plädiert für schuldig, der Verteidiger für unschuldig und dann haben sie einen Richter und der entscheidet halt, je nach Tagesform und welcher Neigung er ist, wer recht hat. Also es ist keine so, sagen wir so, harte Geschichte. Das ist das, was ich jetzt gerade im Europarecht in den letzten Jahren gelernt habe. Und um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, ich war ja lange genug beim Investmentbanking und habe das ja gesehen, wie es funktioniert. Also Sie haben so einen Primary-Dealer-Kreis, das sind also Händler, die nehmen diese Anleihen auf die Bücher. Wenn jetzt eine Zentralbank hergeht und sagt, ich kaufe jeden Monat 80 Milliarden Staatsanleihen und jetzt kommt eine Emission von den Euro-Staaten mit 80 Milliarden Staatsanleihen, dann weiß der Händler sofort, ja, das ist doch klasse, ich nehme das Zeug aufs Buch, ich kann sofort weiterverkaufen, mache damit einen kleinen Schnitt, also Gewinn durch den Geldbrief und alles ist gut. Der Jurist würde sagen, ja, aber das ging ja zuerst
durch die Bank. Aber wenn ich das so ankündige, wie die das getan haben, ja, dann ist das ja eine Einladung für die Händler, einfach nur, wenn sie so wollen, die Waschanlage, die juristische Waschanlage zu werden. Und momentan sind die Banken, die Staatsfinanzierung abwickeln, die juristische Waschanlage für die EZB. Und das hatte das Bundesverfassungsgericht mal wirklich aufgeworfen und hat zu PSPP ernsthafte Fragen gestellt. Dann hat er gefragt, seid ihr denn nicht nur eine Waschanlage für die juristische Waschanlage? Dann kam der EuGH zurück und sagte, nee. Und hat nochmal Kriterien aufgestellt, was beachtet werden muss, damit man nicht zur juristischen Waschanlage wird. Und PEP verletzt die alle. Ja, alle. Und jetzt, ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht nochmal den Mut haben wird. Jetzt gibt es auch noch eine Vertragsverletzungsklage der Europäischen Kommission. Also mit anderen Worten, auf Europarecht verlasse ich mich nicht mehr. Das ist also, meines Erachtens, ist das passé. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt können wir langsam den Kreis öffnen. Würde ich jetzt mal an Simon Sonnenberg übergeben. Der führt nämlich hier die Liste. Simon Sonnenberg, unser Pressesprecher von Monitor TV, herzlich willkommen auch. So. Ja, danke. Nach einer guten Stunde schon sehr tief im Thema öffnen wir jetzt dann noch den Fragen. Basti wäre der Erste. Bitte auch direkt adressieren, an wen der beiden Experten sich an wen die Frage sich richtet und selber die Stummschaltung bitte aufheben. Noch hören wir nichts. So, jetzt müsste es gehen, oder? Ja. Okay, gut. Habe ich eine Frage an den Herrn Mayer. Und zwar, also Sie haben ja also auf die Verstetigung der Geldpolitik also hingewiesen, dass Sie das gut finden würden. Ich habe mich gefragt, also was wäre denn zum Beispiel in dieser Pandemie, also die wir jetzt haben immer noch passiert, also wenn wir keine Ad-hoc-Geldpolitik hätten und also es nicht dazu gekommen wäre, dass also die Zentralbanken also massiv die Staaten indirekt finanziert hätten. Also ich glaube, dass dann die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sehr stark abgeschmiert wäre. Also das sehe ich in so einer Situation als großes Problem an. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Antwort darauf, was wäre passiert, in Europa, der Euro wäre auseinandergeflogen. Warum? Schauen Sie, wir hatten ja in Deutschland die Schuldenbremse. Und wir sind ja von dem Schuldenstand von um die 80% des BIP nach der Finanzkrise runtergekommen auf leicht unter 60. Und jetzt sind wir wieder hoch bei etwa 75, 76. Und wenn die EZB jetzt nicht gekauft hätte, dann wären halt die Bundesanleihen bei 4%. So what? Ja? Das heißt also, Deutschland ist der Außenseiter in dieser ganzen Geschichte. Wenn Sie sich die Entwicklung der Staatsschulden anschauen, sagen wir mal seit Beginn dieses Jahrtausends, dann werden Sie sehen, dass wir in Deutschland ein Auf und Ab haben. Das heißt, in schlechten Zeiten gehen die Schulden hoch und in guten Zeiten gehen sie wieder runter. Das erlaubt eine erneute Verschuldung des Staates ohne monetäre Monetisierung in den schlechten Zeiten. Das hätte geklappt. Wenn Sie sich Italien anschauen oder Frankreich, das ist eine Treppe. Ne? Das geht gute Zeiten grad, schlechte Zeiten hoch. Gute Zeiten grad, schlechte Zeiten hoch. Und da brauchen Sie jedes Mal wieder die Monetisierung. Mit anderen Worten, hätten wir die Euro-Defizite, also die Defizite der Euro-Staaten für Italien, auch für Frankreich, Spanien, hätte die EZB, die nicht monetisiert wird, das schlicht und weg der Euro auseinandergefallen. Deutschland hätte es wahrscheinlich nicht so stark getroffen. Ich würde sagen, sinnvoll wäre es, in guten Zeiten vorzusorgen, dass man in schlechten Zeiten was hat und nicht in schlechten Zeiten dann monetär zu finanzieren, weil man in guten Zeiten eben nicht vorsorgen möchte. Das ist eigentlich sehr unökonomisch, diese Vorgehensweise, die wir da sehen. Und ich glaube, dass die nicht aufgehen wird.
die wird nicht aufgehen, weil irgendwann geht ihnen mal das Vertrauen in dieses Geld verloren. Denn wir haben ja sehr viel Geld gedruckt, dem kein materieller Gegenwert entgegensteht. Wenn Sie sich anschauen, die Geldmenge im Euroraum gegen 2020, also Dezember über Dezember, um ungefähr 13% hoch. Das Bruttoinlandsprodukt ging ungefähr 4-5% runter. Also sie haben weniger Güter und Dienstleistungen hergestellt, aber 13% mehr Geld geschaffen. Das kann langfristig nicht gut gehen. Okay, gut, danke schön. Vielen Dank für die Beantwortung. Als nächstes Hans-Florian, bitte. Danke, Simon. Ich habe die Frage, wer von den beiden mir widerspricht oder zustimmen würde. Wenn ich jetzt erst nach einer kurzen Vorbemerkung auf einen Vorschlag komme. Ich habe generell den Zweifel, ob aus dem Geldsystem eine Reform selbst möglich ist. Da kommen nur solche Sachen raus wie das Alte mit einer neuen Vorsilbe, zum Beispiel Krypto. Also sowohl Satoshi als auch Vitalik haben keine Ahnung, haben sehr viel Ahnung von Kryptographie und Computertechnik, aber keine Ahnung von Realwirtschaft. Deswegen denke ich mal, also Bitcoin ist sowieso Mist, Ethereum ist schon ein bisschen besser, aber der Vitalik versucht eben an einen Token mit seinen Smart Contracts etwas zu knüpfen, was eigentlich in eine Infrastruktur gehört, wie sie unser lieber Arne Fallsticker konzipiert hat. Und in diesem Sinne, bei der Frage nach einer Geldart ohne Schuld, da gibt es meiner Ansicht nach nur eine einzige, nämlich das ist die Dividende. Dividende im Sinne des Rechtes an einer Teilhabe, wie zum Beispiel eine Kinokarte, die ich für eine Vorstellung kaufe und die ich, nachdem ich das Recht in Anspruch genommen habe, nicht mehr auf den Markt geben kann. Und insofern sehe ich eine große Chance darin, dass die digitale Währung, die jetzt von den Zentralbanken rausgegeben werden könnte, wenn sie sich denn an etwas Realwirtschaftliches koppelt, über die Bürgerdividende im Sinne von eines Pay-Ahead-Punkts, der nach 3 Monaten meinetwegen seine Gültigkeit verliert, weil man in den 3 Monaten den Use it or lose it, wie wir das eben von anderen Punktsystemen gewöhnt sind, das wäre eine relativ ungefährliches Anwendungsfeld für die CBDC und würde zugleich noch viele andere Nebenwirkungen haben, positive Nebenwirkungen auf die Gesellschaft. Darüber wollen Sie zuerst? Ja, na gut, ich fühle mich, wollen eigentlich nicht, aber gut, ich kann mich kurz fassen. Soweit ich dich richtig verstehe, Florian, ist das dann nach meinem Verständnis auch nur ein neues Wort, nämlich ein neues Wort für, dass man systematisch Schwundgeld benutzt, beziehungsweise Negativzinsen zur Anwendung bringt. Schüttelst heftig den Kopf. Ich habe es leider auf die Schnelle nicht anders verstehen können. Eine Kinokarte ist ja kein Schwundgeld, weil sie ihre Ungültigkeit verliert, nachdem du dir die Vorstellung angeguckt hast. Ach so. Ja, okay. Ja. Also meine Antwort nach dieser Klarstellung. Trotzdem ähnlich. Erster Punkt, Geld ohne Schuld. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon irgendwie ein altbackener Ökonom und lese immer noch ab und zu Adam Smith. Und dort ist es halt schlicht und einfach Warengeld. Das ist Geld ohne Schuld. Das gibt es in der ökonomischen Geschichte, wenn Sie das sich durchschauen, wenn Sie immer wieder finden, dass in der Evolution, ja, dass also zwei Geldstränge, Entwicklungsstränge, evolutorische Entwicklungsstränge da waren. Das eine war Geld als Maß für Schuld und das andere war im Grunde genommen Warengeld. Und Adam Smith spricht über Warengeld und das war ja ursprünglich mal, das konnte bei Smith, konnte Vieh sein, das konnte aber auch Edelmetall sein. Also da waren sie dir den Kopf zerbrochen über das Austauschverhältnis von Gold und Silber. Isaac Newton hat es falsch gekriegt und hat dann in England den Goldstandard beschert. Also das sind alles so Dinge, wenn man sich die Geschichte anschaut, sieht man halt diese zwei Stränge. Ja. Und ich bin jetzt also eher in der Warengeld-Gruppe,
drin. Also es gibt meines Erachtens Geld ohne Schuld. Und mir ging es so wie Josef Huber. Ich hatte auch zunächst mal sofort an Gesell gedacht. Nur, dass ihre Kinokarte, bei Gesell sollte das Geld ja rosten, sagte er. Ne? Also so über die Zeit seinen Wert verlieren. Und dann haben auch die Chiemgauer und andere haben das ja so gemacht. Und bei ihnen ist es sozusagen ein Totalverlust nach dem Auslaufen der Geschichte. Also insofern eine Variante, ich würde sagen, eine Variante von Gesell. Aber um das, was immer es ist, würde ich sagen, Sie können sich beruhigen, das haben wir. Wir haben Schwundgeld. Die Zentralbanken die Inflation auf 2 oder drüber heben, ja, und wollen aber gleichzeitig die Zinsen unten halten. Also wir haben Schwundgeld, die arbeiten wirklich im gesellschaftlichen Sinne full power. Danke. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank dafür. Als nächstes Ewald, bitte. Ja, vielen Dank. Die CDU-CSU-Fraktion macht ja nächste Woche eine Veranstaltung mit dem Titel »Brauchen wir einen neuen Lastenausgleich?« Bisher haben das eher linke Parteien gefordert, jetzt befasst sich die CDU-CSU damit. Eine Mehrheit bei der Bevölkerung sehe ich auch, wenn man ein gewisses, ich sage mal, Reichenbashing betreiben würde, obwohl die wirklich Reichen wohl ausweichen könnten. Wie soll nun die Politik von einer nachhaltigeren Entschuldungsmöglichkeit, wo wir vorher zwei Möglichkeiten gehört haben, überzeugt werden? Denn die Politik macht häufig nur das, was schon mal funktioniert hat. Und Lastenausgleich gab es schon. Wen fragen Sie? Sie. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte Freiwillige vor. Alle drehen den Schritt zurück. Ja, Sie haben recht, es wird kommen. Also ich bin mir nicht so, ja gut, also jetzt, also bevor sich Frau Baerbock in den Umfragen zerlegt hat, habe ich gedacht, es wird kommen. Vielleicht geht dieser Kelchner nochmal an uns vorbei. Aber nehmen wir an, es kommt, ja. Dann denke ich, dass man sehr schnell sehen wird, dass es nicht die erwartete Einnahmen bringt. Also Lastenausgleich, da denken Sie an Vermögensteuer, Sie denken an höhere Spitzensteuersatz, Einkommensteuer, das ist alles irgendwie explizit oder implizit im Programm der Grünen und auch der SPD drin. Ich denke, das wird es nicht bringen, ja. Also schon jetzt ist die Belastung der oberen Einkommensschichten enorm. Wenn sie dann nochmals draus satteln, werden die halt reagieren, wie wir das immer wieder gesehen haben, eben durch Abwanderung oder Leistungsverweigerung. Also das wird man machen. Man wird im Grunde genommen das Wachstum reduzieren und dann wird das ganze Problem noch schlimmer. Und dann braucht man irgendwann tatsächlich eine Lösung. Aber insofern haben Sie recht, wir werden sie erst auch diese Sackgasse runtergehen. Okay, danke. Auch für die nachfolgenden Fragestellenden bitte der Hinweis, einen der beiden oder auch beide adressieren, sodass es ein bisschen klarer ist und niemand sich in den Ring gestoßen fühlen muss. Als nächstes haben wir Franz. Stummschaltung bitte selber aufheben. Jawohl. Herr Gulland, Herr Mayer, meine Frage geht an Sie. Bei Ihnen fällt mir immer wieder auf, dass Sie von dem Konkurrieren von Geldformen sprechen. Und nun wissen wir aber, wir leben in einem System, das ja darauf hinausläuft, dass am Ende immer der Stärkste dominiert. Das heißt, landen wir also nicht am Ende bei der mächtigsten Privatwährung? Frage 1. Und was mir auch Kopfzerbrechen bereitet, ist, wollen Zentralbanken das wirklich verhindern? Das heißt, welche Rolle spielen sie wirklich bei der zunehmenden Privatisierung des Geldes? Danke. Es ist eine Gefahr, die Sie ansprechen, ganz klar. Insofern würde ich das ja begrüßen, wenn die Zentralbanken mit echtem digitalem Geld sich einbringen würden in diesen Markt. Wenn Sie einen Markt haben, der zur Monopolisierung neigt,
ist es durchaus sinnvoll oder kann es sinnvoll sein, wenn Sie einen Staatsanbieter dort auch drin haben, der dort mit konkurriert. Und insofern finde ich diese Mischung zwischen digitalem Staatsgeld, in dem Fall Euro, privatem Kryptogeld und Bankenkreditgeld, finde ich sehr, sehr attraktiv. Das würde verhindern, dass es zu dieser Monopolisierung kommt, die Sie ansprechen. Jetzt hatte ich die zweite Frage, die hatte ich jetzt irgendwie nicht mehr richtig notiert. Da waren Sie zu schnell. Ja, also die Rolle der Zentralbanken eben, ob die da wirklich mit offenen Karten spielen, auch gegenüber der Bevölkerung. Also die momentane Kommunikationskampagne von der Frau Schnabel und so weiter, ich finde das nicht alles sehr überzeugend. Ja, mehr als zwei Jahrzehnte lang war ich Zentralbankwatcher. Ne? Die Bundesbank, die EZB, die Fed und alles und so weiter und so fort. Und insofern bin ich etwas befangen, aber ich habe die eigentlich immer mehr als Institutionen kennengelernt, die sich in der technischen Kauderwelsch verstecken, sodass der Bürger nicht mitkriegt, um was es geht. Auch jetzt, wenn Sie die Äußerungen von Frau Lagarde in der Pressekonferenz, das kann kein Laie nachvollziehen. Und die kommen mit einer Kompetenzvermutung daher, ja, und umgeben sich mit einem akademischen Brimborium und machen wunderschöne Konferenzen in Luxusbadeorten, Stichwort Sintra, wo sie dann renommierte Ökonomen einladen, die dann ihr Lied singen, von ihrem Skript singen. Und dann kommt der Bürger und sagt, also ich meine, hier sind diese tollen Experten und dann sind diese Nobelpreisprämierten Ökonomen, die sagen, das ist gerade so, das ist richtig so. Da ist der Laie praktisch wieder an die Hand gespielt. Faktisch, soweit ich das sehe, und ich habe mich wirklich lange mit dem Zeug beschäftigt, und der Vorteil, wenn Sie das von außen betrachten, insbesondere jetzt, weil ich aus diesem ganzen Bankenkram raus bin, Gott sei Dank bin ich rausgegangen, bevor die EZB der Überwacher wurde, die trauen sich ja heute gar nichts mehr zu sagen. Wenn ich jetzt mit Kollegen spreche aus den Banken, ja, die ich noch von früher gut kenne, die sagen, ja, also hier, dazu darf ich gar nichts sagen. Oder das, ich darf also nicht sagen, dass Negativzinsen schlecht sind. Das können wir privat besprechen, aber damit darf ich nicht dann an die Öffentlichkeit, sonst kriegen wir eins drüber von der EZB. Also da ist eine Meinungsmonopolisierung entstanden durch diese Expertengremien und diese, wie soll ich sagen, diese Expertokratie, die sich da herausbildet. Schauen Sie, die sprechen von Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, also sozusagen ihr Treiber, darin Ding. Jedes Wort sagt, Laie, da verstehst du eh nichts von, ja. Und wenn Sie die Dinge mal aufbohren, dann kommt darin, drunter steckt ein tuckernder Zweitakter, der aufgemotzt ist, wie ein moderner Hybrid-Elektromotor. Der tuckernde Zweitakter ist die Phillips-Kurve. Die ist aber schon lang kaputt. Ja. Aber das wird so aufgebauscht. Und wird gesagt, Laie, lass nur die Finger davon, wir wissen es schon. Bis die Geschichte an die Wand fährt. Gab es immer wieder. Also ich bin gerade dabei, so ein bisschen Geldgeschichte zu studieren. Das ist mein neues Projekt. Und es ist frappierend, wie die Dinge immer wieder kippen. Also sogar in der Hyperinflation, Deutschland, wusste die Leute zunächst mal gar nicht, wie es ihnen geht. Und der Reichsbankpräsident Havenstein hat gesagt, die Geldmengenexpansion hat nichts mit der Inflation zu tun. Es ist der Dollar, der nach oben schießt. Alle viele Antworten, Herr Mayer. An dieser Stelle ganz kurz würde ich gerne dazwischen gehen. Ich glaube, Ihre Erläuterungen auf die zweite Frage, der würden die meisten hier Anwesenden zustimmen, wie wir es gerade auch gehört haben. Ich würde vielleicht gerne noch den Ball zur ersten Frage nochmal an Josef weiterspielen wollen, hinsichtlich des Wettbewerbs. Die Vollgeldidee basiert ja doch darauf, dass es ein vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel geben soll und auch muss. Insofern, wie ist deine Position dazu, wo wir, glaube ich, doch mal einen klaren Unterschied heute Abend noch haben? Ja, also ich persönlich habe keine großen Bauchschmerzen, wenn es ein
ein Zentralbankmonopol auf gesetzliches Zahlungsmittel gibt. Das ist eigentlich eine klassische Idee des deutschen Ordoliberalismus, dass man das Geld und die Geldschöpfung nicht gleich behandeln kann oder gleich betrachten kann und soll, wie man den Wettbewerb von Gütern und Dienstleistungen betrachtet. Da muss es Wettbewerb geben, ist ganz wichtig. Aber ob der Wettbewerb in der Geldschöpfung, ob der wirklich so segensreich ist, das haben die in den 20er, 30er Jahren, die ordoliberalen Vorfahren, das haben die sehr bezweifelt, beziehungsweise eben nicht so gesehen, wie man das übrigens auch bei der Neubegründung des Goldstandards mit den britischen Bankgesetzen nicht so ganz so gesehen hat. Und nur das ist sozusagen die idealtypische Betrachtung. Wenn ich es versuche, realpolitisch zu sehen, was vor sich geht, dann dürfte die Wirklichkeit sogar sein, dass wir noch mehr Währungsvielfalt in Zukunft haben könnten, als wir das in der Vergangenheit hatten. Bisher war das System ja noch relativ überschaubar. Wir hatten eben herkömmliches Bargeld, Zentralbankbuchgeld und das Bankenbuchgeld. Und da kommt jetzt viel dazu, ja, Geldmarktfondsanteile, E-Gelder verschiedenster Art, Stablecoins, die jetzt sehr stark in Entwicklung begriffen sind. Und ich denke, da wird uns sehr viel erwarten. Und das wird die reale Entwicklung sein, zumal sich dem auch nichts entgegenstellt. Außer in China, und das kann ich mir nicht gerade zum Vorbild nehmen. Nicht so. Von daher denke ich, man muss sich tatsächlich auf eine gewisse Währungskonkurrenz, Geldschöpfungskonkurrenz einstellen. Und da würde ich aber dann die Position vertreten, die Sie selbst auch formuliert haben, nämlich es darf keine staatliche Garantie für Gelder geben, die nicht von der Zentralbank kommen. Sagen wir es mal so. Aber das sagt sich so. Das war ja ursprünglich auch nicht vorgesehen, dass es diese Gewährleistungs- und Garantieprivilegien für das Bankengeld gibt, sondern das hat sich aufgedrängt als Sachzwang, eben im Zuge von immer wiederkehrenden Krisen. Und das setzte dann ein, diese systematische staatliche Stützung oder offizielle Stützung von Bankengeld setzte praktisch ein dann mit den 1930er Jahren und hat sich dann seither weiter entfaltet von Krise zu Krise. Und ich befürchte, dass dieser Sachzwang dann auch in Zukunft für verschiedene Privatgelder, also stellen Sie sich vor, wir haben in sehr großem Umfang dann Stablecoins und mit denen passiert irgendetwas. Es gibt ja bisher schon diese Probleme mit dieser 1-zu-1-Deckung, die wird ja nicht immer wirklich eingehalten. Also es passiert irgendetwas. Auch dann, glaube ich, würden sich Regierungen und Zentralbanken genötigt sehen, auch diese privaten Mittel wiederum staatlich zu stützen. Und das ist eigentlich dann wiederum nicht im Sinne dieser Wettbewerbs- und verschiedene Geldsorten zu haben, nicht im Sinne dieser Idee. Und ich sehe auch, nicht, was der Franz gesagt hat, wir haben gerade in diesem Geld- und Finanzwesen ja doch sehr starke Tendenzen zur Oligopolbildung. Und deswegen haben ja schon allein der Plan von Facebook und sowohl Libra als auch die restrukturierte Libra als Diem, das ist ja eigentlich, was unsere Politiker und Zentralbanker aufgescheucht hat, wie der Mayer gesagt hat. Ne? Ich habe das auch so in dem Sinne beobachtet. Und da wird, also die sind zu Recht aufgescheucht worden dadurch. Nur was die meines Erachtens nicht zur Genüge sehen, dass es gibt eben nicht nur eine Währungshoheit, jetzt mal deutsch gesprochen, eine Währungshoheit, sondern im Speziellen auch eine Geldhoheit. Im Englischen kann ich das gar nicht unterscheiden, aber im Deutschen kann ich das schon unterscheiden. Nicht? Und es wird bei uns zu wenig verstanden, dass eine Währungshoheit ohne ein entsprechend hohes Maß an eigener Geldschöpfung ist die Währungshoheit nicht viel wert. Und deswegen würde ich schon sagen jetzt an Herrn Mayer, also wenn wir schon realpolitisch nicht verhindern können, dass es eine Mehrzahl von verschiedenen Geldarten gibt, also verschiedenen Geldemittenten gibt, dann sollte man wenigstens dafür Sorge tragen, dass das Geld oder die Gelder der staatlichen Zentralbank
dass die eine dominante Stellung einnehmen und das nicht wie heute in meiner Analyse, das Bankengeld dominiert das System und die Zentralbanker sind halt reaktive, die reagieren darauf, wie Sie gesagt haben, mehr oder weniger sachzwanghaft. Also die Frage ist, es wird wohl im Laufe der Zeit so etwas wie ein dominantes Geld, eine dominante Geldart mit dominanten Emittenten sich immer wieder bilden. Und das sollten meines Erachtens schon nicht private sein. Gut, vielen Dank für die Ausführung. Herr Mayer, möchten Sie darauf antworten? Ansonsten können wir auch alternativ mit den Fragen fortfahren. Wir fahren sofort, glaube ich. Ich glaube, die Leute haben noch Fragen. Das Schöne ist, wir hätten noch drei Fragen und damit hätte ich schließen wollen. Die nächste Frage wurde aber tatsächlich gerade von Herrn Huber beantwortet. Insofern, wunderbar. Dann haben wir noch zwei Stück und danach würden wir dann auch schließen. Als nächstes haben wir Helge, bitte. Ja, erstmal danke für die Veranstaltung. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie DSGE beschrieben wurde. Das ist auch nach näherer Analyse mein Eindruck. Ich habe zwei Fragen an Josef Huber. Also diese Entschuldungsidee finde ich ja richtig. Ich frage mich nur, Josef, inwiefern passt die in dein eigentliches grundsätzliches Koordinatensystem? Ich hatte das immer so gedacht, dass du da so eine ordoliberale Komponente drin hast, dass du im Unterschied zu unseren amerikanischen Gesinnungsfreunden und Freundinnen die Zentralbank nicht zu einer Art Unterabteilung des Finanzministeriums machen will, dass du die Versorgung des Vollgeldes teilweise über den Staat in die Gesellschaft an klare Regeln im Großen und Ganzen binden willst, dass du Moral Suasion im Blick hast und so weiter. Und da frage ich mich, wie passt denn jetzt diese Entschuldungsidee zu deinem grundsätzlichen Frame? Hast du da eine uns bisher noch nicht ersichtliche geldphilosophische Wende vollzogen? Oder ist es so, dass jetzt deiner Meinung nach der Schuldenberg so riesig ist? Und wann fängt er denn an, so riesig zu sein, wäre dann die Frage, dass das gar nicht mehr anders geht? Und es gäbe ja auch alternative Varianten. Also wenn ich mir angucke, wie viele Leute so Anlagenotstand und Institutionen haben, sehr viele. Und wenn ich ganz persönlich mal sehe, was leider durch eine Erbschaft, jetzt im bescheidenen Rahmen, ja, aber durch eine Erbschaft reinkommt, durch die ETFs, die ich 2008 mal erworben habe und verkauft habe jetzt aus ökologischen Gründen, das ist im Grunde vollkommen leistungsloser Vermögenszufluss. Und wenn man mir da und allen anderen, denen das ähnlich geht und ging, 50% wegnehmen würde, dann würde ich das aus gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeitsgründen absolut für recht und billig finden. Ja? Also das wäre doch eine Alternative, wie man es machen könnte. Und die zweite Frage ist, aber das ist vielleicht zu konkret, kannst du mal ein paar Hausnummern nennen? Also du hast gesagt, Entschuldigung, wie viel denn? Alle auf 60% oder alle um 60%? Einmalig, dass man sagt, so Corona, was ja nicht ganz stimmt, da kann ja keiner was für und deswegen sind wir jetzt großzügig und in Zukunft machen wir es aber nicht mehr. Oder ist das so eine Geschichte, dass wir so alle 20, 30 Jahre so eine Art Jubeljahr einlegen? Entschuldige, wenn ich das so polemisch sage. Also wo ist da die Grenze, obwohl ich die Grundidee aus ökologischen Gründen richtig finde, dass in Zukunft die Zentralbank den Staat alimentieren muss und bezahlen muss in gewissem Sinne, damit wir weder von Finanzmärkten noch vom Wirtschaftswachstum abhängen. Aber ich will ja verstehen, wie das in dein Bezugssystem so reinpasst. Ja, okay. Also die Frage da nach der nach den Steuern, nach der Stichwort Lastenausgleich, ja, was der Ewald vorhin sagte. Das sehe ich jetzt nicht, inwiefern das an mich gerichtet ist, weil ich wollte hier Fiskalpolitik eigentlich außen vor lassen, weil ich habe meinen Fokus auf Geldsystem im Wesentlichen. Steuerpolitisch kann man sicherlich etwas machen, pro und contra, aber das war nicht mein Thema. Nun hast du gesagt, also inwiefern hätte ich eine Wendung in meinem Vollgelddenken vollzogen? Und das sehe ich eigentlich nicht. Ich meine, gut, man lernt immer dazu. Also ich verstehe das ganze Geldsystem
heute anders als noch vor 20, 25 Jahren, als wir mit der Entwicklung der Vollgeldidee da begonnen haben, nicht? Was ich heute vor allem sehe, ist, jede Geldreformidee verbindet sich in unserem System zwangsläufig auch mit einer Reform oder einem institutionellen Neuarrangement dessen, was bisher die Zentralbanken waren. Unser Verein heißt ja nicht zufällig Monetative. Dahinter steckt ja praktisch die Idee eines weitreichenden Funktionswandels der Zentralbanken. Wie realistisch das ist, ist wieder eine andere Frage. Und von daher habe ich jetzt den ersten Teil deiner Frage so verstanden, wie passt überhaupt diese Idee der Schuldenneutralisierung, Aufkaufen durch die Zentralbank, der Staatsanleihen und so weiter, wie passt das zu einer Vollgeldreform? Und das hat zunächst mal gar nichts damit zu tun, aber es hat etwas damit zu tun, also Vollgeld kommt nur insofern rein, als da vielleicht mal auch die Einführung von digitalen Zentralbank in Koexistenz mit Bankengeld eine Rolle spielen könnte. Aber es hat insofern mit unserem Anliegen zu tun, als das Schritte sind, die die Funktion der Zentralbank dahingehend ändern, dass sie nicht mehr wie heute überwiegend Bank der Banken ist, sondern die Zentralbank auch wieder Bank des Staates werden kann. Nicht ausschließlich, sondern in einem gewissen Balanceverhältnis, wie immer das gefunden wird. Und diese Idee steckt dahinter, die Zentralbank als Bank des Staates. Heute ist sie das ja nur auf, wie soll ich das nennen, verwundenen Wegen. Was war das Beispiel von Herrn Mayer? Wie sagt sie, Geld wie Geldwäsche, die Waschanlage. Das ist ein schönes Bild. Die juristische Waschanlage. Genau, die juristische Waschanlage. Ich finde, das trifft die Sache ganz gut, nicht? Und die juristische Waschanlage, warum ist die? Eben, weil jemand etwas verboten hat bei der Begründung des Euro, woran viele ausländische Zentralbanken nicht im Traum gedacht hätten, sich sowas zu verbieten. Die Kanadier und die Engländer kennen das eigentlich nicht, so ein Verbot, nicht? Also die EU will es ihnen, die Engländer selber sind davon abgekommen. Sobald die aus der EU raus waren, haben als erstes, was die gemacht haben, die haben den Überziehungskredit der Zentralbank, der Regierung bei der Zentralbank massiv erhöht, um das Zigfache, sodass jetzt praktisch in England eine direkte Staatsfinanzierung per Buchkredit durch die Zentralbank stattfindet. Das konnten die Engländer nicht, solange sie im Euro waren. Nicht? Und früher gab es das übrigens sogar bei der monetär so restriktiven Bundesbank. Da gab es immer einen Überziehungskredit für die Regierung im Sinne eines Überbrückungskredits. Nicht? Der Euro hat das alles abgeschafft und dadurch wurde die Zentralbank eben fast nur noch Bank der Banken, ich wiederhole mich, und hat die Funktion, auch Bank des Staates zu sein, nicht ausgeübt. Was der Staat heute noch von der Zentralbank hat, direkt in erster Linie, das ist ja, der Staat hat, die Staatskassen haben Transaktionskonten bei der Zentralbank, aber das sind keine Kreditkonten, das ist ja verboten. Nicht? So. Und das sollten ruhig auch wieder Kreditkonten sein, warum denn nicht? Ja, die Zentralbanken können ja auch weiterhin die Banken finanzieren oder refinanzieren, solange die Bankengeld schöpfen. Die Zentralbank kann ja beides tun. Und diese Idee steckt schon dahinter, dass ich dieses Thema die Situation der Lage, die sowieso stattgefunden haben, denn Aufkäufe der Staatsanleihen durch die Zentralbanken, was macht man jetzt daraus? Welche Perspektive sieht man darin? Und also das war diese Idee, der Funktionswandel der Zentralbanken, das ist eigentlich die Idee, das dahinter steckt. Die Vollgeldreform käme da in der Tat, wenn sie reinkommt, erst längerfristig zum Tragen. Ja, dann vielen Dank für diese Ausführung. Ich würde sagen, letzte Frage von Raimund, wenn möglich kurz fragend und kurz beantwortend. Ja. Raimund, die Stummschaltung müsste bitte selber aufgehoben werden.
Unten links. Schauen wir mal, warten wir noch 5 Sekunden. Und jetzt wird's was. Jetzt kann ich reden? Ja, sehr gerne. Ja. Na, ich wollte ganz kurz auf diese Grundposition der Vollgeldbewegung eingehen, auf das Verhältnis Vollgeld, Seniorage und Schuldabbau bzw. Schuldvermeidung. Nicht? Also wenn man Fiat-Geld produziert, ja, fällt eine Seniorage an. Für wen auch immer. Ja? Wenn das Private tun, fällt es dem Privaten zu. Wenn das der Staat macht, dann dem Staat. Und im Rahmen seiner monetären Möglichkeiten, es soll ja nicht, die Zentralbank soll ja nicht aus fiskalischen Gründen Geld schöpfen. Es sei denn, in solchen Ausnahmesituationen, wie wir sie jetzt hatten, in Corona-Zeit, das sind Notsituationen. Aber wenn die Zentralbank Geld im Rahmen des wirtschaftlichen Wachstums Geld schöpfen kann, soll sie es tun und soll sie doch als unentgeltlich an den Staat übertragen. Das ist doch unsere Grundposition. Und damit dem Staat eine Einnahme verschaffen, die laufend ist. Und wenn die Staaten nicht, also ceteris paribus, diese Einnahmen bekommen hätten im Laufe der Jahre, wäre heute die Staatsverschuldung ganz niedrig. Aber jetzt ist sie hoch. Und die zweite Möglichkeit, die überhaupt nicht angesprochen wurde, ist die, dass man durch die einmalige, ich glaube, Josef hat sie angesprochen, dass man durch den Übergang zum Vollgeldregime die Staatsschulden wesentlich reduzieren könnte. Ob man es tun soll, ist dann auch eine andere Frage, weil es ja schließlich auch große Interessen gibt, Staatsschulden aus finanziellen Gründen zu halten, ja, als Sicherheiten. Ja. Aber die Möglichkeit ist gegeben und jedenfalls werden große Mittel frei. Ja. Und die Banken werden in eine Position gedrängt dadurch, dass sie nicht mehr Geld schöpfen können und auch nicht mehr die Finanzmärkte hypertrophisieren, also indem sie ihr Geld schöpfen und das in die Vermögensmärkte dann hineinstecken, wachsen ja die Vermögensmärkte, wachsen die Verschuldungen und der Staat muss dann einspringen, um dann auch noch die Banken zu retten. Das ist ja völlig absurd. Und diese Grundposition, die ist also von uns immer, glaube ich, herauszustellen. Und da möchte ich gerne den Herrn Mayer fragen, wie er dazu grundsätzlich steht. Ja, vielen Dank, Herr Dietz. Vielleicht haben Sie sich ja erst nach meiner Präsentation angeschaltet. Nein, ich habe Ihre Präsentation voll gesehen, Herr Mayer. Vielen Dank. Aber Genau das habe ich ja da Ihnen sogar bilanziell vorgeführt, wie das geht. Ja. Und da habe ich ja gesagt, Sie können ja da einen gewaltigen Teil der Staatsschuld rausnehmen. Zu Ihrer grundsätzlichen Bemerkung zu Vollgeld, Monetative und so weiter. Ich bin Ihnen ja verbunden auf wissenschaftlicher Ebene. Wenn ich mich recht erinnere, gehöre ich ja zu Ihrem wissenschaftlichen Beraterkreis, aber ich bin kein Mitglied der Monetative. Ich habe mit Herrn Huber ja schon besprochen. Wir teilen ja die Analyse, wir teilen ja die Kritik am Kreditgeldsystem. Die Monetative möchte da als Lösung vielleicht das Geld verstaatlichen. Ich möchte es eher privatisieren. Also das heißt, wir sind Weggefährten und irgendwann teilen sich unsere Wege, weil ich grundsätzlich eigentlich dem Staat weniger traue als dem Markt. Das ist jetzt also eine Einschätzung. Darf ich in dem Zusammenhang noch eine zusätzliche Frage stellen? Mhm. Ja? Geld ist doch nur Geld, wenn wir es alle verwenden. Ja? Und Sie sagten doch auch vorher, je Emittent eine Währung. Es sei denn, wir konstruieren die Geldemission dann oder das Geld, das emittierte Geld als Forderung auf Zentralbankgeld. Und das funktioniert ja auch nicht, weil ja dann die Geldemittenten irgendwie gerettet werden müssen. Ja? Das heißt, das Geld hat eine innere Neigung zur Monopolstellung. Ja? Das hatte schon Menger klargestellt. Ja? Und das ist nur, und deshalb ist der Staat der natürliche Geldschöpfer. Was wollen Sie denn für eine Geldkonkurrenz da ständig haben?
Das verstehe ich bei Ihrer Position nicht. Ich würde an der Stelle mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich bin bei Hayek. An der Stelle ganz kurz dazwischen gehen und vorschlagen, dass wir auch angesichts der Zeit, die Frage steht, glaube ich, im Raum. Man kann zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Ich finde das Bild von Ihnen, Herr Mayer, sehr schön, dass wir den Weg sehr lange, vor allem auch die beiden Experten, zusammengehen und dann nimmt jeder vielleicht nochmal eine kleine andere Abzweigung. Damit würde ich es auch gerne weitgehend schließen, Ihnen beiden aber vielleicht auch das Schlusswort überlassen, vielleicht mit einer händereichenden Bemerkung für den Vorschlag des anderen und vielleicht auch noch mit einem kurzen Satz als Ausblick, wie Sie denn die Schuldenentwicklung sehen, vielleicht beides in zwei kurzen Sätzen. Und dann bedanke ich mich schon mal sehr herzlich bei Ihnen. Josef, möchtest du starten? Ja, ich bin kein Hellseher. Also ich würde eher vermuten, dass das so kommt, wie der Herr Mayer befürchtet, dass man eben die Sache weiter treibt und nichts grundlegend reformiert, die Sache weiter treibt, und es wird dann irgendwann wahrscheinlich ein Punkt kommen, wo irgendwelche Kette unvorhergesehene Ereignisse, und dann gibt es Finanz- und Währungskrise oder mehrere Währungskrisen gleichzeitig, und dann gibt es den zu befürchtenden eben sogenannte Währungsreform mit Kapital- und Schuldenschnitten. Ich vermute, dass sowas kommt, nur bin ich nicht optimistisch, dass es unter diesen Bedingungen, dass es dann eine vernünftige Reform gibt, sondern wohin die Kugel rollt in so einer Situation, das weiß man nie, nicht? Von daher wäre mir eigentlich wirklich eine Lösung lieber, dass man halt diesen in Anführungsstrichen Weg versucht, dass man die Schulden eben in der Zeit lang streckt und dass man da wenigstens teilweise Vollgeldreformen realisieren kann. Na, und wie vorgetragen. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Eine kleine Anmerkung noch zu den Kommentaren von Herrn Hubert zur Verbindung zwischen Staat und Zentralbank. Ja, richtig. Ich meine, die Bank von England ist als Staatsfinanzierer entstanden. Meine Skepsis bezüglich des Euros ist sehr konventionell. Wir haben keinen Euro-Staat, deshalb ist die Verbindung zwischen Staat und Zentralbank im Euro-Raum so problematisch, weil wir keinen Euro-Staat haben, wenn man das europäische Recht, ja, das eben versucht, das zu verhindern. Da das aber nicht funktioniert auf die Art und Weise, wie das Kreditgeldsystem im Euro-Raum gemanagt wird, müssen wir dieses Recht jetzt unterlaufen, um den Euro zu retten, whatever it takes. Aber eigentlich jetzt zum Ausblick, kurze Bemerkung abschließend von meiner Seite, Sie haben noch weitere Fragen. Ich denke, dass wir schon beginnen, die Geldfunktionen, die Funktionen des öffentlichen Geldes zu verlieren. Wir alle werden jetzt das gesetzliche Zahlungsmittel kaum mehr als Wertaufbewahrungsmittel betrachten. Erinnern Sie sich noch, wir haben ja alle mal in der Schule gelernt, Geld ist ein Mittel zu Transaktionszwecken und zu Wertaufbewahrung. Die Funktion zur Wertaufbewahrung das Geld ist dabei, das zu verlieren. Ja? Sie können mit Geld keine Werte mehr aufbewahren. Das sagt Ihnen inzwischen schon jede Tageszeitung. Also diese Funktion stirbt ab. Und an diese Funktion treten jetzt Geldsubstitute in dieser Funktion. Also Wertaufbewahrungsmittel werden jetzt andere werden. Wir sehen die Bewegung hin zu Aktien. Staatsanleihen, vergessen Sie, es geht nicht mehr. Buy and hold ist Verlust garantiert. Bargeld, Verlust durch Inflation, und wenn Sie mehr als 50.000 Euro halten wollen, wird die Bank bei Ihnen anklopfen und sagen, jetzt gibt es Guthaben, negative Zinsen drauf. Diese Funktion sind wir gerade dabei zu verlieren, das wird sich weiter fortsetzen. Mhm. Und ich denke, dass wir eine Entwicklung hinsehen, die eigentlich sehr natürlich verlaufen wird. Eingeschränkte Funktion des Geldes, das Geld wird immer mehr zur heißen Kartoffel, ich gebe es weiter, weil ich es nicht halten möchte. Ich meine, wir kennen alle den Extremfall, ja, der Hyperinflation, wo ich das Geld höchstens mal ein paar Stunden halten wollte, ganz bestimmt nicht über 12 Uhr, ja, denn dann kam das Telegramm aus New York mit der Eröffnungskurs des Dollars zur Kriegsmacht, und dann war das Geld schon wieder nichts mehr wert.
So schlimm wird es nicht kommen, aber ich denke, dass wir immer mehr eine Abwanderung sehen werden, wie wir sie jetzt schon sehen, auf diesem Bereich, und es wird weitergehen. Und am Ende denke ich mir, wird dieser Euro eigentlich nur eine heiße Kartoffel sein, indem man vielleicht nochmal kurzfristig Transaktionen begleicht. Aber sobald Sie den Euro haben, werden Sie ihn zum Aufbewahren in andere Instrumente stecken. Ja, okay. Dann sage ich herzlichen Dank von meiner Seite auch für die anregende Diskussion, auch für die interessanten Fragen, die gestellt wurden. Ich persönlich habe ein paar schöne neue Wörter gelernt heute Abend, die ich gerne weiterverwenden werde. Wir haben sogar für die Österreicher das geschafft, dass sie sich jetzt ihr Spiel anschauen können, ihr enorm wichtiges. Und wir vielleicht in den Biergarten gehen. Ich wünsche einen schönen Abend, bedanke mich und dann bis zum nächsten Mal. Simon, die nächste Veranstaltung vielleicht? Nächsten Donnerstag, selbe Uhrzeit, 19 Uhr. Mit Christian Krotthoff, da geht es darum, inwiefern der GNU-Taler, der immer erstmal wie eine Währung klingt, aber letzten Endes eine Zahlungsinfrastruktur ist, wie mit dem GNU-Taler digitales Zentralbankgeld sowohl anonym als auch zeitgleich gegen Geldwäsche geschützt umgesetzt werden könnte. Also mit Sicherheit sehr spannend. Das Projekt von Professor Krotthoff lohnt sich mit Sicherheit anzuhören in der aktuellen CBDC-Diskussion. Die Anmeldungen findet man bei uns auf der Webseite unter Termine. Und dann freuen wir uns, wenn da auch viele am nächsten Donnerstag teilnehmen werden. Auch da wird die Aufzeichnung natürlich stattfinden und dann publiziert. Okay, dann schönen Abend und bis bald. Ja. Tschüss. Danke, okay, und schönen Abend noch. Guten Abend. Mhm.